Moin Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Labora. Ich habe mir schon mal was mitgebracht, ja. Meine Neuanschaffung. Und zwar hatte ich so ein Lifepo-Ladegerät, das habe ich allerdings so im Auto verbaut, dass da mal gar nichts mehr ging. Ich komme nicht mehr dran. Und um meine mobile Camping-Dusche da mal wieder aufzuladen, habe ich mir gedacht, wäre mal so ein neues Gerätchen gar nicht so falsch. Obendrein, ja, das ist schon ausgepackt, ich habe gestern meinen Funkkoffer, also meinen mobilen Notfallfunkkoffer schon mal geladen gehabt. Es piepst, es sagt, es ist aus. Eindeutig aus. Hier kann man da die Sorte der Batterie verstellen. Okay, das stand schon auf Lifepo, weil hatte ich gestern schon geladen. So, dann schließen wir das Ding mal an. Der Ladestrom, die aktuellen Volt und die Grad Celsius. Weil ihr wisst ja, Lifepos darf man nicht unter 0 Grad laden. Und während das Ding jetzt da vor sich hin brummelt, versuche ich mal irgendwas Sinnvolles an diesem Tag zu tun. Ich probiere mal was aus. Da war nämlich jemand der Meinung, ich müsste einen Koffer bekommen. Das ist dann dieses hübsche Teil. Der ist abschließbar und hat einen Tragegurt. Schauen wir mal, was wir da hinein verfrachten. So sinnvoll ist. Nein, ich muss erstmal was messen. Erst messen. Na, wenn das jetzt kein schlechtes Omen ist, 13. Schauen wir mal. Weil ich habe nämlich auch so eine alte Laptop-Tasche. Und da ist drin mein Nano VNA. Für die Leute, die jetzt meinen Kanal das erste Mal gucken, also das ist dann eine Selbstbaudose mit einem integrierten Messgerät, ja. Fein säuberlich verpackt, damit auch ja nichts rankommt. Das Ding ist nämlich zwar nicht sonderlich teuer, aber unheimlich wertvoll. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann habe ich hier drin auch in meiner Laptop-Tasche so ein ganz ominöses Sammelsurium. Das ist eine Elektronik-Bastelstation mit Lötkolben. Nicht mehr ganz original, weil da sind schon ein paar Teile dazugekommen. Nicht weg, dazu.
Also besser kann das nicht passen. Also ich finde, das ist optimal. Jetzt haben wir da noch ein Loch. Und ich habe noch ein Multimeter. Das passt hochkant hier hin. Mit den dazugehörigen Messstrippen. Die passen auch dahin, obwohl das gefällt mir noch nicht ganz. Womit ich immer noch eine freie Fläche habe. Oh, das war das Kabel, was ich überarbeiten möchte. Ja. Das hat nicht genau das gemacht, was ich von dem Kabel erhofft habe. So. Funkkabel in 5 Meter. In 2 Meter. Diverse kurze Stückchen. Gewissermaßen Kabelbrücken. Kabelbinder. Vier Meter. Und eine Mantelwellensperre und Kabel mit DV-Anschluss. Ja, jetzt ist das Ding da mal Kabelbinder. Fühlt sich jetzt mal leer an. Also wenn wir das Ganze mal ordnungsgemäß so zusammenpacken. Und dann kommt der Moment, ob die 13 cm reichen, Leute. Nein, ich schneide das nicht ab, weil das sind Kabelbinder, die wieder verschließbar sind. Also die muss man zum Öffnen nicht durchschneiden. Die kann man, wenn man geschickte Fingerchen hat, ganz einfach so wieder aufschieben oder wieder verschließen. Darum schneide ich den Überstand mal nicht ab, weil den brauchen wir noch. Ne? So, nach oben hin ist Platz. Von daher lassen wir das mal so. Und haben eine Funk-Notreparatur-Set oder Antennenprüfmechanismus, so, oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das legen wir jetzt mal so da rein und zu geht da auch noch. Und jetzt gehe ich mal messen, ob die 13 cm passen. Denn wie ihr ja wisst, wollte ich mir hier oben mein Antennensortiment einbauen. Da, wo jetzt hier diese Schaumstoffmatratze liegt, der ursprüngliche Keil von der Bettvorbereitung, die ich nicht benötige. Das sind 12 cm. Ist natürlich kein Thema, weil ich baue das ja selber neu. Also ich kann das ohne weiteres einen Zentimeter weiter runtersetzen. Also das passt. Muss ich mir nur hier hinten, da wo die später die Scharniere kommen, ein etwas größeres Brett besorgen. Ja. Also mindestens 13,5, damit das hier vorne ordentlich schließt. Gut, wo wir schon mal hier draußen sind. Diese Stange steht senkrecht. Die anderen stehen auch senkrecht. Was hier passiert ist, weiß ich nicht. Das steht nicht senkrecht. Also das muss ich hier ein wenig verschieben.
Das ist zwar ein ganzer Haufen Fummelsarbeit, sonst wäre das schon längst erledigt, aber im Zuge der Verkleidung, die ich da oben reinbauen möchte, wird das mal ziemlich nötig sein, da ziemlich einigermaßen in die Senkrechte zu kommen. Und das mache ich jetzt mal zuerst und dann schauen wir mal, was heute noch passiert. Aber das ist erstmal wichtig. Also ich schnapp mir mal mein Zeug und naja, vielleicht habt ihr gemerkt, nach dem Einbau der Tür ist hier einiges passiert. Hier ist mal wieder so was Ähnliches wie Ordnung aufgekommen. Von daher habe ich auch wieder ausreichend Motivation, hier irgendwas wieder Holzwerkmäßiges zu tun. Gut, die Tür war auch holzwerkmäßig. Aber das war dann doch ein wenig beengt hier. Da ich da jetzt im Moment keine Zeit zu habe, kommt da mal so ein Klebestreifen dran. Und der Klebestreifen bekommt das Wort prüfen. Weil dazu habe ich im Moment keine Zeit. Und auch keine Lust. Da habe ich übrigens auch aufgeräumt und ihr seht, dort ist auch ein wenig Platz entstanden. Leute, was da alles für ein Müll lag, so gesammelte Werke, ja. Aber Corvus Laborer schmeißt ja nichts weg. Ich habe das fein säuberlich sortiert in Kisten und beschriftet. Ja, also nicht hier, dass ihr meint, ich hätte hier so abgeräumt. So, Werkzeug brauchen wir. Und da brauche ich, das soll dann auch noch schöner werden, ja. Lasst euch überraschen. So, Leute, die Matratze ist draußen, der Koffer drin, die Stange versetzt. Jetzt, wo die Schaumstoffmatte mal weg ist, muss ich irgendwas auffüttern. 13 hoch brauchen wir, ne? Also Pi mal Auge, abschneiden kann man immer noch. Ich muss das nur irgendwie jetzt stützen, irgendwie. Was fehlt? Richtig, ein Brett. Mach mal anders, ja. Der hat eine sehr unsaubere Schnittkante. Sollte reichen. Und damit die jetzt nicht dauernd umfallen, mache ich da unten noch eine Leiste drauf. Dann stehen die ein wenig stabiler. Also 4, 1, 2, 3, 4 Dachlatten oder sowas. Wenn man ja nicht andauernd aufräumen würde, dann stünden jetzt da Stünden, Konjunktiv. Irgendwelche Reste von Dachlatten. So, und die schraube ich mir jetzt einfach mal so da dran, so schön hochkant, damit das nicht umfällt, nicht wahr?
Der ist übrigens voll. Ja, hat der schon erledigt, der junge Mann. Frau, diverse. Wie gesagt, nichts Aufregendes, einfach nur. Damit ich nachher, wenn ich die Klappe wieder hochziehe, die irgendwo eine Begrenzung hat, weil bis jetzt wurde das durch das Schaumstoff erledigt, also sprich durch die Matratze, aber die ist ja jetzt schon mal neben dem Fahrzeug. So, wie gesagt, nichts Aufregendes, einfach nur rein. Viermal. So, da ist das Köfferchen. Hier die Zwischenstücke. Hier kommen ja später die Halterungen für die Antennen rein, nicht wahr? Also, das ist nur wirklich provisorisch. So, und dann kann ich jetzt einfach hingehen. Ziehe die möglichst gleichmäßig an. Da kommt später da hinten ein Scharnier hin, ja. Weil das soll natürlich nicht sein. Ich spanne noch ein bisschen rum, bis nachher. Ja, kann man mal so lassen. Vorerst. Kleiner Sicherungsknoten. Und ich könnte Wetten abschließen, jetzt wo der Schaumstoff hier oben nicht drin ist, dass mir das Überschüssige wieder runterfällt. Wetten? Hier oben habe ich auch fertig. Fertig nicht, aber das Ding ist, das da ist jetzt endlich gerade. Ja. Das ist doch nicht das 9 Plus Ultra, nicht wahr? Aber ihr wollt ja auf dem Laufenden bleiben. Das heißt, nachher wieder Corvus Laborat wird euch nicht alles erzählen, nicht wahr? Da hat der aber was gemacht, das hat er uns doch nirgendwo gezeigt. Oder noch viel schlimmer, da hat er was gemacht und erklärt nicht warum. Und 6 Videos später, ja, warum hast du das denn so und so gemacht? Ja. Weil ich das gesagt habe. Gefällt mir nicht wirklich. Kommt ja anders. Nur jetzt nicht. So. Die Hundematte wieder hin. Weil das ist der Sitzplatz von Feli. Und Feli möchte bequem sitzen. So, packe ich mal wieder mein Köfferchen zusammen. Was ich mit dem Gerät mache, weiß ich noch gar nicht ganz genau. Volt Anschluss neigt ja eigentlich dazu, dass ich das Ding mitnehmen kann und mal ganz auf die Schnelle meine Akkus laden kann, nicht wahr? Sinnvoll irgendwie mit ins Auto. Ich habe ja noch Platz.
ansonsten Anhänger bauen, nicht wahr? Ich sag mal, das sollte mal für einen Pfingstmontag genug gewesen sein. Kleiner Bastelspaß zu Pfingsten. Tschüsschen, Cheerio, sagt euer Chorus-Laborat, habt ihr eine schöne Zeit. Bleibt mir alle gesund. Freut euch auf den Sommer, bis die Tage und tschüssi. Das Video von der Tür hier, das kommt nächsten Sonntag. Aber eins sage ich euch, besorgt euch ausreichend Getränke und viel zum Snacks und so. Das Video dauert ein bisschen länger.